Samstag, 9.12.2017, 11.12 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, brandet-schandl-dieser, günstige Oldtimer. Sie haben richtig Lust auf einen Oldtimer, trauen sich aber nicht, einen zu kaufen, weil Altautos in vielen Medien nur noch als Wertanlage thematisiert werden. Keine Angst, man muss nicht erfolgreich an der Börse spekuliert haben, um schönes Blech zu fahren. Klar, für Opas abgelegte Karren von Mercedes oder BMW sind inzwischen stolze Summen fällig, und für die meisten alten Porsches werden heute Mondpreise gezahlt. Aber zwischen all den teuren Strahlemännern, die in der Regel kaum noch bewegt werden, gibt es sie noch, die Mauerblümchen, die Exoten, die kaum jemand auf dem Schirm hat und die entsprechend wenig kosten. Und das nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Autos, bei denen die Ersatzteilversorgung kein Problem ist und für einen Auspuff nicht ein ganzes Monatsgehalt einkalkuliert werden muss. Wir haben sie zusammengetragen und stellen sie in einer Serie in regelmäßigen Abständen vor. BMW 7er, E32, BMW 7er Allgemeines zum Modell, die Oberklasse Limousine E32 kam 1986 auf den Markt und war die zweite 7er Baureihe von BMW nach dem E23. Das damals neue Flaggschiff der Münchner war anfangs verhältnismäßig bescheiden ausgestattet. So war der 7er im ersten Jahr der Markteinführung nur mit den bereits vom Vorgängermodell bewährten Sechszylindermotoren erhältlich. EIF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Outstream, EIF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte-1, ein Jahr später wurde die Zylinderzahl aber verdoppelt. BMW präsentierte im Jahr 1987 den 750i mit einem 5 Liter großen V12 unter der Haube. Der gewaltige Block leistete 300 PS und war damals der erste 12-Zylinder-Motor in einem deutschen Serienauto der Nachkriegszeit. Das Konkurrenzmodell von Mercedes, die S-Klasse W126, hatte beispielsweise einen 8-Zylinder als Top-Motorisierung. Erst 1991 präsentierten die Schwaben den ebenfalls mit einem Dutzend Zylindern bestückten 600 SE W140. Bei der Spitzengeschwindigkeit nahm BMW damals allerdings keine Vorreiterrolle ein. 1987 einigte man sich zusammen mit Mercedes-Benz und Audi auf eine freiwillige Selbstbeschränkung auf maximal 250 km pro Stunde, die für die Fahrzeuge ab Werk bis heute Bestand hat. BMW 12-Zylinder von BMW für den von Chefdesigner Klaus Luthi gezeichneten E32 gab es drei Ausstattungsvarianten, die höchste hieß Highline und trumpfte mit Extras wie Kühlschrank, Telefon, klappbaren Wurzelholztischen im Fond oder Zwei-Zonen-Klimaautomatik auf. Für Politiker und Firmenchefs mit besonderen Platzbedürfnissen gab es den 7er in einer Langversion. Aber, es liefen aber auch Buchhalter 7er mit Stoffsitzen und ohne Klimaanlage vom Band. EIF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.AD, Mitte-2, war Criteo gleich Criteo, Criteo Events gleich Criteo Events plus H, Function, Criteo Displacceptable ADI Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, 8 Zylinder, wie sie bei der Mercedes S-Klasse seit langem Standard waren, führte BMW beim E32 erst 1992 im Rahmen einer Modellpflege ein. Im Innenraum gab es mit dem Fakelift mehr Holzelemente, besonders edel wirkten die Nussbaumleisten mit Goldstreifen.